Das Denkmalamt Berlin hat heute in Zusammenarbeit mit der Berliner Feuerwehr und dem Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin eine historische Steinfigur geborgen, die hier im Herbst 2012 von Tauchern bei Arbeiten am Wehr entdeckt wurde. 2012 entdeckt, warum hat man noch ein Jahr vergehen lassen, bis man diese Statue geborgen hat? Also in diesem Fall bestand keine akute Handlungsgefahr, weil die Figur war ja nicht von Zerstörung bedroht und hat jetzt auch die Arbeiten am Wehr nicht weiter beeinträchtigt. Deswegen war im Prinzip Zeit mit der Bergung. Und dann haben wir natürlich auch erstmal noch ein bisschen recherchiert, um herauszufinden, um welche Figur es sich eventuell handeln könnte. Und der gesamte Organisations- und Planungsaufwand für die Bergung hat natürlich auch eine gewisse Zeit in Anspruch genommen. Das darf man dabei nicht vergessen. Hier sind ja sehr viele Ämter und Institutionen involviert. Die muss man auch erstmal alle zusammenkriegen. Sind Sie zufrieden mit dem Verlauf der Bergung? Ja, sehr zufrieden. Wir haben das alle sehr gut hinbekommen. Und die Figur ist ganz. Das war ja meine Befürchtung, dass es vielleicht irgendwie zu Schäden kommen könnte. Aber wir sehen, perfekt.